Die Geschichte, die ich euch heute erzählen werde, hat eine Stringenz, also sie geht durch von Zeus und ich bin echt gespannt. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr dazu sagt, ja. Weil als ich sie mir sozusagen vor ein paar Jahren mal angehört hatte und mir in den letzten paar Wochen nochmal angehört habe, ganz bewusst, um das Ganze aufzufrischen etc., ich will nicht alles aus der Erinnerung rausziehen, genau, deswegen habe ich da auch so eine coole Auflistung gemacht, war ich natürlich sehr verblüfft. Hallo Sascha, hallo Damiana. Und genau, da war ich sehr verblüfft, weil wir heute weniger über die Techtelmechtel seiner, seiner Erotik sprechen werden, ne? Vielleicht ein bisschen schon. Eher geht es um ein Symbol, was er repräsentiert als Göttervater. Von daher, hallo Katrin. Genau, von daher bin ich echt gespannt darauf, was da so alles heute kommen wird. Also mit den Geschichten und vor allem auch Erkenntnisse. Wir werden heute ein paar Symboliken auch von Zeus ansprechen, weil er ja... Ja genau, also Erotik, das Wort habe ich ganz bewusst genommen, weil er jemand war, der sehr gerne begehren konnte. Ja, also er hat auch fast alles hinbekommen, was er wollte. Weil er ja sozusagen auch Göttervater war und Nein zu ihm zu sagen, war keine Option für ihn sozusagen. Aber gut, ist eine andere Sache. Ja. Hallo zusammen, es geht wieder los und der Elektriker ist auch wieder da dabei. Schönen Grüße. Das ist auch gut. Hey, super. Hallo Tanja, hallo Stefanie. Mega. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Es kann durchaus möglich sein, dass durch Instagram gerade irgendwann mal wieder so eine, wie soll ich sagen, so eine Unterbrechung stattfinden könnte und ihr rausgeschmissen werdet. Ich schmeiße euch auf jeden Fall nicht raus. Ich weiß nicht, warum diese Störungen gerade da sind. Aber wenn ihr Lust habt dazu, einfach wieder einsteigen und oder halt nachträglich das Video euch anschauen. So, Give Five. Chris ist auch mit dabei. Patricia auch da. Hallo, hallo, Mondlichtheilung, hallo, schön. So, loslegen wir jetzt. So, das war jetzt nicht ganz deutsch, aber wir legen jetzt los. So, jetzt habe ich es. Okay, ich bin ja Griech, ich darf das ja sozusagen auch falsch sagen. Also, mein Name ist wirklich Zeus, aber heute wird es nicht um mich gehen, und zwar von meinem Namensvetter. Und zwar, Zeus, der Göttervater. Und vor allem möchte ich ganz kurz einen Rahmen setzen für heute. Ich werde heute etwas von der Mythologie, von der Titanomachie und von der Gigantomachie noch sprechen, also das, was sozusagen vorher schon da war, muss ich auch sozusagen ansprechen, damit wir da auch ein bisschen Gefühl dafür bekommen, also über die Titanen werde ich etwas reden, wie die entstanden sind und deswegen werde ich da immer mal wieder nach da vorne schielen, nach da, weil, genau, weil das ganz interessant wird, damit ich mir alles auch merke und vor allem auch richtig sage, ja. Hallo an alle. So, ich würde sagen, ganz kurz, der Rahmen ist, ich werde die Mythologie ansprechen, den Namen ansprechen, seine Herkunft, wie er geboren wurde, werde ich ansprechen, die Symbolik da dahinter. Was hat es mit Zeus auf sich? Warum ist Zeus der Auserkorene, der Einzige, der sich sozusagen gegen Kronos, seinen Vater, aufgelehnt hat und so weiter und so fort? Und was das vielleicht auch mit deiner Psyche zu tun haben wird, das werde ich auch noch ansprechen. Das ist sozusagen die Quintessenz von all dem, was wir heute besprechen. Es geht nicht um Religion, es geht nicht um irgendwelche Verbindungen zum All etc. Wenn du das mit hineininterpretieren möchtest, dann steht es dir offen. Ich bitte sogar darum, spinnt eure Ideen. Aber das Ziel ist es, erstmal einen Rahmen zu setzen, wie Menschen damals gedacht haben und was das mit uns heute zu tun hat. Das ist die Quintessenz heute. Was hat es mit uns heute zu tun? Ja, genau, von daher Life-Coaching bei Erika ist auch mit dabei, Motivation, Bücher ist auch mit dabei, hallo. Gut, okay, also, er als Zeus wird nicht Zeus ausgesprochen im Griechischen, wohlgemerkt, also im Griechischen nennt man ihn anders, das Zeus ist wegen dem EU im Deutschen entstanden, also ihn spricht man normalerweise auch Zeph aus, also Zephs, also in dem Fall Zephs ist, wird auch so geschrieben, also Z-E-U-S und das U ist eigentlich was ganz anderes im Griechischen, das wird halt mit der Kombination mit dem E zu einem F, ja, Zephs. Und an sich gibt es auch einen anderen Namen für ihn, auch Dias, ja, also Dias. Und wie wir das auch mitbekommen, auch bei seinem letzten Sohn, Dionysos, das hat auch damit was zu tun. Dias, Dios, Dionysos, also der zweite Zeus, ja. Oder halt, genau, das hatten wir auch schon mal, ich habe ein Live schon mal über Dionysos gemacht, also ihr könnt da gerne mal reingucken, um euch da aufzufrischen, das würde aber den Rahmen hier total sprengen. Aus dem Indogermanischen gesprochen, also etymologisch gesprochen, ist es so, dass er die Wurzel, also der Name hat die Wurzeln aus Hell und Tag, also Licht, was natürlich auch ein,
dieses Auserwählte auch mit Gott viel zu tun hat. Also das Licht, also der Tag, die Sonne, die aufgeht. Also er ist derjenige, der die Macht hat, alles Leben erblühen zu lassen. Also er bestimmt über den Tag. Also vielleicht auch so eine Annäherung zu Helios, dem Gott der Sonne und des Lichts. Aber er ist sozusagen, also Zeus ist der Gott, der alle anderen Götter übertrumpft. Aber nicht nur Götter, sondern auch Titanen, was wir gleich auch ansprechen werden. Andrea ist auch da, Marcel auch. Servus, hallo und Gedankenwert ist auch da. Cool. Okay, im Lateinischen hat er den Namen Jupiter, für all diejenigen, die sich auch vom Lateinischen irgendwie inspirieren lassen haben, zum Beispiel auch über Ovid, Ovids Metamorphosen etc. Sehr spannende Geschichten, ein sehr renommierter Dichter, der bis heute noch sehr spannende Geschichten, also bis heute wirken seine spannenden Geschichten. Und da bedeutet es Himmelsvater. Also Jupiter ist der Himmelsvater, was auch wiederum sehr, also aus dem Indogermanischen auch sehr stark wiedergegeben wird. Ja, helles und das Licht oder der Tag, Himmelsvater, sehr, sehr klar. Ja, also die eigentliche Ableitung von Gott, also die Begrifflichkeit Gott. Und da geht es wirklich nicht um das Thema Religion in unserem alltäglichen Sinne, ich glaube an etwas, sondern die Antike hatten sozusagen auch den Bedarf, wie gesagt, auch in der Religion zu erklären, was da passiert. Und wenn sie halt etwas nicht erklären konnten, wie beispielsweise das Gewitter, dann haben sie gemeint, wir haben vielleicht jemanden erzürnt, wie beispielsweise Seth, also Zeus, Theas. Und das ist sehr spannend, wenn man halt davon ausgeht, okay, sie wollten etwas erklären, so entstanden auch zum Beispiel die Grundgedanken der Religion entstanden auch daher, also wir haben etwas erklärt und oh Gott, gab es ein Gewitter da vorne am Ätna und da haben sozusagen Gott, also der Gott Zeus mit jemand anderes vielleicht gekämpft, ja, und das ist wiederum etwas sehr Interessantes, wenn man das so von der Warte aus betrachtet, dann haben Menschen versucht immer etwas zu erklären, unter anderem auch das Verhalten des Menschen, das haben sie projiziert in den Gott hinein, ja, und das wird jetzt sehr spannend, weil wenn wir uns die Symboliken anschauen von Zeus, also gerade beispielsweise der oberste Gott, der mächtigste Gott, dass sein Zepter, was er hatte, also einerseits den Donnerkeil, den er von den Kyklopen oder Zyklopen, den Einäugigen, gebaut bekommen hat, oder halt auch, oder von Hephaistos gebaut bekommen hat, diesen Donnerkeil, oder und auch sein Zepter, sein Machtzepter, und zwar, das war, wie hieß es nochmal zugleich? Bevor ich es falsch sage, Zypressenholz, also etwas sehr Wertvolles, ja, und daraus entstand sozusagen auch seine Macht, seine Symbolik. Und der Donnerkeil war damals natürlich eine sehr, sehr gefährliche Waffe, zumindest auch für die Menschen damals, weil ein Donnerschlag hat halt unfassbar viel Leben geraubt, ja, es war überall zu hören, es war wie eine Massenvernichtungswaffe für die Menschen, es war schlimm, wenn Erdbeben beispielsweise von Poseidon, ja, oder Überflutungen von Poseidon und oder halt dementsprechend das Gewitter, ja, von Zeus entstanden. Davor haben sich Menschen gefürchtet. Und damit sie das sozusagen aufhalten konnten, wollten sie diese Götter besänftigen. So huldigten sie dann dementsprechend auch Zeus, einer der bekanntesten, wenn gar der bekannteste Gott aus der Antike. Und das hat einiges zu bedeuten. Also es hat viel zu bedeuten in der Hinsicht soziale Hierarchie. Es hat viel in der Hinsicht zu bedeuten, wo stehe ich gerade? Bin ich Herr der Lage? Unterstützt mich gerade die Macht des Zeus? Oder bin ich eher gerade jemand anderes? Also, und so arbeite ich zum Beispiel auch, nur als Info am Rande, in der Götterschmiede mit diesen Symbolen. Habe ich gerade nämlich diese soziale Anerkennung verdient? Oder bin ich immer noch Wurm meiner Umgebung? Also bin ich immer noch Opfer des Ganzen? Ja? Bin ich sozusagen den Göttern dienlich? Oder dienen mir die Fähigkeiten der Götter, um mich sozusagen da auch wiederzufinden? Da gibt es immer wieder Impulse, die man da setzen kann. Weil so dachten sich zum Beispiel auch die Menschen damals, so Gott, okay, also mir geht's richtig gut gerade. Ich bin aufgestiegen, ich bin super in meiner Arbeit. Ich werde total beeindruckt, also ich bin beeindruckend und werde begleitet von Zeus. Also okay, wow, da muss etwas damit zu tun, also es muss etwas damit zu tun haben. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall unterschätzen, weil Menschen haben damals auch Ehrfurcht gehabt in der Hinsicht, sie haben gehuldigt, um in die Zukunft zu sichern. Das ist etwas sehr, sehr Großartiges, weil Zeus wurde zum Beispiel auch als Herr der Elemente deklariert. Ja, das heißt, er war der Gott von allem. Ja, er hat Poseidon unterjochen können. Er hat den Hades in den Untergrund geschickt, also in die Unterwelt, damit er dort herrschen kann. Das war seine Entscheidung. Und warum das dazu gekommen ist, das erzähle ich euch jetzt. Das erzähle ich jetzt dir. Und zwar
Genau. Also es ist so, dass bevor Zeus überhaupt geboren wurde, einiges natürlich passierte. Ja, also die beispielsweise das Nichts, also erschuf das Chaos. Chaos war eine der ersten, ja, der existierte. Das Chaos erschuf wiederum dann Gaia. Gaia war die Mutter Erde. Also die Erde, wie wir sie jetzt kennen, das ist Mutter Gaia. Ja, Mutter Erde, weiblich wohlgemerkt. Und das ist ganz interessant, weil auf der Erde diese Weiblichkeit, sie gebiert und sie gebar Flüsse, Seen, Berge, also sie gebar so viel, also so viel unendliche, also sie war die Schöpfung, ja, und sie erzeugte das Bild der Frau wohlgemerkt auch. Und das Schöne war daran, dass sie unter anderem auch, das war ganz schön, und zwar weil sie war alleine. Und dieses Alleinesein, das hat sie natürlich sehr missfallen. Und obwohl sie so viel gebar, konnte sie aber nicht so klassische Kreaturen gebären. Das fehlte nämlich auf der Erde und auf Mutter Erde sozusagen. Und dann erschuf sie sozusagen Uranus. Uranus, der Titan wohlgemerkt des Himmels. Uranus heißt auf Griechisch auch Himmel. Und er war nun da und Eros existierte damals auch schon als Wind. In manchen Geschichten wird Eros später geboren, in anderen Geschichten wiederum ist Eros schon da gewesen. Und Eros bezauberte mit seinem Wind den Uranus, sodass Uranus sich klebend auf Gaia, Mutter Erde, sozusagen drauflegte. Und dadurch, dass er sich sozusagen drauflegte und von Eros sozusagen die Information bekam, so du darfst lieben, drang er sozusagen ihn, also der Himmel drang in die Erde hinein und befruchtete sie und über tausende Tage erschufen, also machten sie Liebe, ja, also über Tag und Nacht, über tausende Tage erschufen sie, bei hunderte Male von Liebe erschufen sie unendlich große, große Geschöpfe, ja, einerseits die sechs Titanen, ja, also die Titanen der Macht, also die sozusagen alle anderen Götter erschufen. Und wohlgemerkt, die Zyklopen. Die Zyklopen, also in der zweiten Fuhre sozusagen des Wurfs, erschufen sie dann dementsprechend ja, die Zyklopen, was ich sehr interessant fand, diese einäugigen großen Wesen. Und heute würde nicht über Erotik gehen. Naja, gut, okay, genau. Also je nachdem, wo Erotik sozusagen angesiedelt wird. Okay, und wiederum dann erschufen sie noch dann die Moment, Hekatonchiren oder Moment, Hekatoncheiren. Ist ein schwieriges Wort. Ich traue mich teilweise gar nicht, das zu sagen. Hat einerseits natürlich damit so was zu tun, weil es schwierig ist, und andererseits auch, weil sie sehr brutale Geschöpfe waren mit 100 Armen und 50 Köpfen mit unendlichen Augen. Und auf den Augen waren also feuerspeiende Köpfe, also total absurd. Und diese Hekatoncheiren, so ja, jetzt habe ich's, das waren Kreaturen, die auch in den Tartarus gesteckt wurden, weil sie sich auflehnen, theoretisch, auch so gegenüber anderen Kreaturen. Und wohlgemerkt auch die Giganten. Also die wurden nachträglich erzeugt. Es waren gigantische Kreaturen, die waren unendlich groß. Und die wurden auch erschaffen von Gaia, Mutter Erde, als auch von Uranus. Und das ist wichtig zu verstehen, weil all diese Kreaturen wollten rausgehen auf die Welt. Sie wollten Gaia sozusagen übergehen. Also sie wollten auf Gaia laufen. Aber sie konnten das nicht, weil Uranus auf Gaia klebte. Und jedes Mal, wenn die Giganten und die anderen Kreaturen rausgehen wollten, hat Uranus sie wieder hineingedrängt in Gaia. Bis sie eines Tages eine Revolte starteten, also diese ganzen Giganten und Kreaturen, und damit Gaia wehtaten. Und Gaia mit dem Befehl dann kam: Ich ertrage das nicht mehr, greifet doch bitte jetzt Uranus an. Und keiner traute sich, weil Uranus unendlich stark war. Ich meine, es war einer der stärksten sozusagen. Und er erschuf ja mit Gaia Kronos die Zeit. Also, und Kronos war ja derjenige, der Einzige, der wohl sich sozusagen getraut hatte, gegen Uranus sich zu stemmen. Und er bekam von Gaia, seiner Mutter, bekam er eine Sichel. Eine Sichel,
die er verwendete, um ihm wohlgemerkt das Geschlechtsteil abzuschneiden. Und so trennte sich sozusagen weil er sehr, sehr mutig war, Kronos, so trennte sich Uranos von Gaia und weinte ab dem Tag und trauerte als Himmel getrennt von Mutter Erde. Und das ist sozusagen für die alten antiken Griechen damals eine Erklärung gewesen, wie dann die Zeit erschaffen wurde und auch wohlgemerkt auch, dass die Luft wieder zum Atmen, dass sozusagen die Kreaturen an Land gehen konnten, weil es eine Zeit offenbar gab, die zuvor so nicht existierte. Und was das Interessante war, dass Kronos sozusagen der mutigste von allen war, um Uranos, also eines seiner Väter, davon zu drücken. Ja, also der Himmel wurde weggedrückt von Mutter Erde und das war die Zeit. Und das Interessante war, dass diese Art von Trennung halt auch sehr viel mit der Entstehung der Erde zu tun hatte und offensichtlich gab es eine Zeit vor den Menschen und so wurde diese erklärt, weil damals konnten Menschen nicht existieren, so nach der Antike. Und das wollten sie so wahrhaben. Und es ist auch interessant, dass vor all dem war auch das Nichts und das Chaos. Und damit trafen die Antiken schon damals wohlgemerkt auch den Urknall. Und vor dem Urknall existierte offenbar auch nichts. Also sie dachten sich das schon damals. Diese Ideen existierten bereits. Sie sind nicht neu gewesen. Sie waren nur vielleicht erklärt. Ja, also so, ich will etwas verstehen. Ich sehe aber durch diesen Nebel nicht hindurch. Aber das ist relativ. Denn das Interessante, hallo Steffi und hallo Sonnenblume 116, die dazu gekommen sind. Das Interessante wird jetzt eher, dass Kronos mit seiner Schwester Rhea versuchte, Kinder zu, also er schlief mit ihr und das waren ja die Kinder von Gaia und Uranos und diese Kinder waren unfassbar mächtig und wir könnten auch sagen, so hey, kein Problem, die haben jetzt sozusagen geheiratet, war ganz okay, jetzt ist alles in Ordnung, aber nein, Kronos und Rhea wollten natürlich mehr haben. Und eines Tages sagte Gaia, wenn er weiterhin mit Rhea schlafen würde, also die Titanen sprachen miteinander, und wenn Rhea zum Beispiel ihm ein Kind gebären würde, dann würde dieses Kind ihn garantiert stürzen. Also auf eine sehr unbarmherzige Art und Weise. Und diese Prophezeiung, die wollte Kronos nicht wahrhaben. Und diese Geschichte wirst du nachher wieder nochmal wahrscheinlich mitbekommen, was sehr interessant ist, weil in dem Moment, in dem diese ganzen Kinder geboren wurden von Rhea, weil sie wurden geboren, all diese Götter, all diese unfassbar mächtigen Kreaturen, hat er sie genommen und verschlungen. Und Rhea fand es nicht so toll, aber sie konnte sich nicht wehren. Deswegen bezirzte sie sozusagen Gaia und sprach von ihrem Plan, sie wolle das jetzige Kind, was sie im Leibe trägt, es war nicht niemand geringerer als Zeus, auf jeden Fall auf die Welt bringen und behalten und nicht vom Kronos fressen lassen. Und Gaia unterstützte sie und nahm sie zu sich sozusagen auf die Insel Kreta. Und in Kreta, da gebar sie sozusagen Zeus und Kronos wusste, dass sie schwanger war und ging hin und wollte dieses Kind wieder fressen. Und dann gab Rhea Kronos einen Stein zum Fressen, eingewickelt in Kindeskleidung oder in einem Wickel sozusagen, dass es aussieht wie ein Kind. Und dann passiert etwas sehr Magisches. Und zwar, Kronos ließ sich täuschen, fraß das Kind, aber fraß nicht wirklich Zeus. Und Zeus wurde wohlgemerkt bewacht, damit wenn er schreien würde, von anderen Kreaturen, ja, die ich gerade beim Namen nicht nennen kann, die mit ihrem kleinen Kriegen, die sie machten und mit ihrem Geschrei, dieses Geschrei von Zeus nicht in die Welt raustragen konnten, weil ihr Geschrei es übertünchte. Also es war zu laut. Und jetzt wird es interessant. Kreta ist eine unfassbar schöne Insel, wohlgemerkt. Und es gibt so viele schöne Inseln und so viele Geschichten dort unten in Griechenland. Unfassbar viele. Und die ich gerade erzähle über die letzten 13 Stunden an Videomaterial, auch hier in Instagram über die ganzen Götter, das ist, kommt dem Ganzen nicht mal nahe. Nicht mal annähernd nahe. Okay, also da wurde Zeus erzogen und war gesichert vor Kronos. Also Kronos wusste nicht, dass er auf der Welt war. Und
Zeus wurde wohlgemerkt umringt von Nymphen, ja, wunderschönen Nymphen. Und er erhielt sozusagen auch von der Ziege Amalthea ihre Milch, was sehr fruchtbar offenbar war, sehr kraftvoll. Und wenn sie sozusagen nicht mehr diese Milch schenken konnte, so solle er dann von Honig und Ambrosia als auch von Waben der Bienen, also Honigwaben, sich ernähren, damit er zu einem starken, starken Gott heranwachsen könnte. Und so wuchs er heran. Und das Interessante war, dass Zeus Rache üben wollte. Also er war wohlgemerkt als sehr stämmiger, sehr starker Gott, ein Junge, ein sehr gut gesunder, genährter Junge, wurde er zu einem Mann und zu einem Gott, und so wollte er Rache üben an Kronos, der seiner Mutter so Leid getan hatte oder Leid zugefügt hatte. Genau. Schön, dass ihr dabei wart für all diejenigen, die jetzt gerade gehen. Unabhängig aber davon, mache ich jetzt mal ganz kurz weiter. Wenn ihr Fragen habt, bitte hier reinschreiben, da gibt es sogar so einen Fragesticker. Und dann stellte er sich sozusagen, oder wollte es sozusagen sich stellen, und zwar dem Kronos. Kronos fand es nicht so toll, absolut gar nicht, weil er erkannte, dass Zeus ein unfassbar mächtiger Gott war, und er war alleine wohlgemerkt. Und dann ging er dementsprechend zum Kampf über, und Zeus bekam auch von Gaia, für seine Großmutter sozusagen, die ihn sozusagen geschützt hatte, die Information: hey, wie wäre es denn, Moment, das ist nicht die ganze Geschichte, das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht ganz. Pardon, bevor ich was Falsches sage. Nein. Also, er begegnete auf jeden Fall erstmal Metis. Und Metis war eine Göttin, mit der er sozusagen was hatte. Und sie riet ihm, er solle unbedingt Kronos vergiften, also mit so einem Bitterstoff. Und das sollte er auf jeden Fall mit einem Getränk mit Honig mischen. Und so ging er zu Rhea. Rhea wusste, wie das funktionierte. Und die Geschichte, also Metis war die Göttin der Geschicklichkeit, ja, des Scharfsinns. Und so ging er dann dementsprechend zu Rhea. Rhea fand diesen Plan ziemlich geil und gab dann dementsprechend, dem Kronos diesen Trank. Das war ziemlich doof, weil Kronos speite dann dementsprechend all seine Kinder aus, und er befreite, also Zeus befreite alle Götter. Er war sozusagen der Befreier der Götter. Dann entstand wiederum dieser Kampf zwischen den Titanen und den Göttern. Das nannte sich damals auch Titanomachie. Und die Titanomachie, die dauerte hunderte Jahre an. Also diese Kämpfe waren unendlich. Und so, das ist auch so ein kleiner Hint. Also vielleicht gab es diese Idee, dass die Erschaffung der Erde, also Gaia, damit sozusagen Gaia für die Menschen geeignet war, dass es sehr lange Zeit gebraucht hat, bis sozusagen Menschen auf der Welt existierten. Und davor war diese Welt nicht gebrauchbar von Menschen, weil Menschen zu zerbrechlich waren verhältnismäßig zu Göttern oder zu Zyklopen oder zu, ja, dementsprechend anderen Kreaturen wie Giganten und Titanen. Und Gaia riet ihm, weil der Kampf unerbittlich war und unfassbar anstrengend, Gaia riet ihm, dass er die Hilfe von den Giganten zu sich, von den Zyklopen zu sich nahm, damit er dann dementsprechend den Titanen, ja, entgegentreten konnte. Und das tat er auch. Und sie waren damals von Kronos eingesperrt worden in dem Tartaros. Und er befreite sie, und diese halfen ihm und erschufen für ihn den Donnerkeil. Oder, wie gesagt, in einer anderen Geschichte von Hephaistos erschaffen, je nachdem. Und damit zwang er Kronos und all die Titanen in die Knie und verbannte sie wohlgemerkt, also größtenteils auch in den Tartaros. Und wie ihr sozusagen auch von den anderen Geschichten, wie beispielsweise von Hades, mitbekommen habt, der Tartaros ist die Hölle selbst. Ja, also da, wo die ganzen, die sich gegen Zeus aufgestellt haben, leiden müssen. Das war seine Macht. Er konnte sie leiden lassen, indem er sie dorthin gedrückt hatte. Dann wiederum fand es Gaia nicht so toll, dass er die in den Tartaros gesteckt hatte, weil es waren ja ihre Kinder unter anderem. Und dann schickte die Gaia die Giganten, wohlgemerkt nicht die Zyklopen, die Giganten gegen Zeus.
Und das war ganz interessant, weil die Giganten waren auch unfassbar mächtig. Und wir werden auch genau darüber reden, über diese Machtthemen. Ja, dass Zeus, also Zeus war der Einzige, der wie Kronos wohlgemerkt, wie sein Vater, den Mut hatte, sich zu stellen und zu sagen, das schaffe ich. Er war der Einzige, wohlgemerkt, der sich gestellt hatte, auch gegen, also in der Gigantomachie, dass er da vorantrat und sagte, ich muss da mich dagegen stellen. Und diese Giganten waren unfassbar mächtig. Und dieser Kampf dauerte so lange an, bis Menschen geboren wurden. Also so lange ging dieser Kampf an, also hielt dieser Kampf an. Und er wusste, dass er diese Giganten alleine nicht besiegen konnte. Deswegen erschuf er mit Alkmene, einer anderen Göttin oder Titanin, je nach Überlieferung, erschuf er Herakles. Und jetzt kommt die Geschichte von Herakles. Herakles, derjenige, den wir aus Disney auch kennen, der ebenfalls mit Titanen dort in Berührung kam, aber wohlgemerkt nicht die gleiche Aufgabe hatte wie damals aus dieser Geschichte, die ich gerade erzähle. Herakles hatte die Aufgabe, die Titanen, nachdem sie geschwächt wurden von dem Donnerkeil von Zeus, diese mit einem Pfeil zu erschlagen und zu vernichten. Er brauchte die Hilfe sozusagen von Herakles. Und Alkmene, wohlgemerkt, ich habe gerade etwas Falsches gesagt, ja, pardon, war auch unter anderem ein Mensch, sonst würde nicht Herakles als Halbgott geboren werden können. Ja? Also da muss man dazu sagen, es gibt die eine Geschichte, die andere Geschichte, wir kennen sie unter anderem von der, es war keine Göttin, sondern ein Mensch, damit man Herakles zeugen konnte. Und Herakles gab dann sozusagen den Todesstoß für die Giganten und die Gigantomachie wurde dadurch auch aufgehalten oder halt beendet. Und jetzt wird es erst recht interessant, denn er nahm, also als Symbol der Macht, nahm er den Omphalos, das war der Stein, den Kronos sozusagen heruntergeschluckt hatte, und platzierte diesen als Nabel der Welt, eine wunderschöne Metapher, als Nabel der Welt bei Delphi. Und da ist sozusagen auch der Nabel, also der Tempel von Delphi ebenfalls sehr spannend, aber er platzierte den Nabel der Welt. Es gibt wirklich so eine Nabel der Welt, also als der Omphalos, so heißt das Ganze, gibt es da wirklich als Stein verewigt aus der Antike. Super, super schönes Thema, weil dort begann sozusagen der Widerstand. Der Widerstand gegen all das, was den Menschen und den Göttern nicht erlaubt wurde. Okay. So, Gaia war aber leider immer noch nicht zufrieden. Und jetzt kommt mit Abstand die krasseste Geschichte überhaupt, die wohlgemerkt kontinental war. Also sie war kontinentübergreifend. Und zwar wie? Jetzt ist auch geschichtlich, also von der Mythologie geschichtlich. Gaia erschuf mit Tartaros, ja? Also dem Teil der Unterwelt erschuf sie wohlgemerkt ein unfassbar grässliches Ungeheuer namens Typhon. Und Typhon war, da kriege ich auch Gänsehaut, als ich diese Geschichte nochmal gelesen hatte, Typhon war es war so ein riesiges Ungeheuer, dass sein Kopf den Rand der Sterne berührte und seine Arme in der Weite von, Moment, ach, habe ich das nicht aufgeschrieben? Nein, oh Gott, also von dem einen Ende der Welt bis zum anderen rüberreichten. Also, wie habe ich das nochmal gesagt gehabt? Mir fällt das nochmal wieder ein. Es war so eine ganz, ganz tolle Begrifflichkeit, weil seine Arme, seine Spannweite so riesig war, dass sie den ganzen Horizont einnahm. Und vom Orient bis zum Okzident. Genau, jetzt so hieß es. Vom Orient bis zum Okzident. So riesig war das. Also er war deutlich größer als die Götter. Und er machte sich auf den Weg zum Olymp. Und die Götter bekamen Angst. Und jetzt wird es interessant, weil die Götter, gerade alle Götter, verschwanden vom Olymp und flüchteten nach Ägypten. Dort wurden sie wohlgemerkt, also sie verwandelten sich, ja, also sie verwandelten sich, also beispielsweise Apollon wurde zu einem Milan, zu einem Vogel. Hermes wurde zu einem Ibis. Ares wurde zu Fische, ja. Und Dionysos zu einer Ziege und Hephaistos zu einem Stier. Und das Interessante war, dass diese Überlieferung zeigte, dass das Zeus alleine stand, weil alle anderen fliehen. Entschuldigung.
Sie fliehten und verwandelten sich, damit sie sozusagen sich schützen konnten. Das war auch unter anderem auch ein sehr, sehr generell genossenes Spiel von, ja, von den Göttern, sich zu verwandeln. Sie konnten das sehr, sehr gut. Sie konnten sich in unendlich viele Sachen verwandeln, auch wie Hephaistos, also wie sein theoretischer Stiefpapa oder Vater, je nachdem, in einen Stier. Das hat zum Beispiel Zeus auch gemacht. Er hat sich für Europa in einen Stier verwandelt, in einen weißen Stier, damit er sie umgarnen konnte. Ja, gut. Und jetzt kommt's, ja, es wird auch schon richtig in einem Chat geschrieben, und zwar überliefert ist beispielsweise Typhon Set, ja, der Feind von Horus und seinem Vater. Zeus war kein anderer wie Horus. Ja, Zeus war Horus und beispielsweise Dionysos war Osiris und Demeter war Isis und so weiter. Also es war sehr, sehr spannend, dass diese Überlieferungen da so ähnlich waren, weil es gibt Ähnlichkeiten, und das wird uns jetzt gleich zu der Bedeutung, zu der psychologischen und vor allem menschlichen Bedeutung führen, die sehr, sehr stark ist. Und jetzt habt ihr diesen ganzen Rahmen erhalten. Aber wohlgemerkt, zurückzukommen, also weg von Ägypten, jetzt wieder zurück zu diesem Kampf zwischen Typhon und Zeus, der wohlgemerkt Typhon alleine besiegte. Und zwar wie? Typhon in seiner Schreckensgestalt suchte in Sizilien wohlgemerkt nach Zeus, nach den ganzen Göttern, um sie zu vernichten, auf Wunsch von Gaia. Und während er dort suchte, nahm Zeus den ganzen Ätna, diesen Vulkan, und schmiss ihn auf Typhon drauf. Und so besiegte er Typhon. Er tötete ihn nicht, aber er besiegte ihn, indem er einen Vulkan auf ihm drauf erschuf, würde ich sagen. Und das könnte man auch meinen, okay, vielleicht gab es damals eine Eruption, die wohlgemerkt, also Ätna darstellte. Und so entstand Ätna. Und man ging davon aus, dass genau diese eine Himmelserscheinung, vielleicht auch ein Ausbruch beispielsweise, je nachdem, Typhon war und somit halt dann dementsprechend Zeus ihn in die Knie zwang, indem Ätna wieder still lag oder halt Ätna auf ihn draufgelegt wurde. Je nachdem, also man könnte das sozusagen, Dankeschön fürs Feedback, man könnte das sozusagen auch meinen, dass das eine geschichtliche Überlieferung ist. Also wie auch oft, man hat auch versucht, die Mondfinsternis so zu erklären, vielleicht etc. etc. Ich habe dazu jetzt gerade keine Evidenzen. Trotz alledem hatte damit Zeus seinen Thron ganz klar unterstrichen. Also er war der Gott der Götter, er war der Gott der Titanen, er war Gott über allem. Also er hat alles überboten. Und das zeigt etwas. Dieses Symbol ist unübersehbar. Das Symbol der Macht, wohlgemerkt, gar keine Frage, aber das Symbol der Dominanzhierarchie. Das, was über allem steht. Und Horus war das Auge. Horus war auch ein Vogel, der über alles drüber schwebte, über alle Pyramiden. Es war, und für alle, die Ares zum Beispiel auch mitbekommen haben oder in der Götterschmiede drin sind, verstehen ganz genau, oder meinen Podcast auch angehört haben über das Thema Dominanzhierarchien. Für alle, die es verstehen, Dominanzhierarchien sind die obersten Kasten, da wo du ankommst, wenn du das leistest, was du leisten musst, und der Beste, die Beste wirst in dem, was du tust. Und sinnbildlich gesprochen ist Gott die Spitze der Dominanzhierarchie. Und das kann man nicht leugnen. Das kann man nicht leugnen. Da ist die Spitze von allem. Und das ist das Symbol von der Zeit gewesen. Das ist das Symbol von Kronos oder halt auch das Chaos gewesen. Es ist das Symbol von Führung, Zeus. Das ist das Symbol, ich schlage jeden, der sich in mir in die Quere kommt. Ich ergattere, ich werde auf die Spitze der Pyramide steigen. Ich werde das Auge haben, um alles sehen zu können auf alle andere Pyramiden, auf alle anderen Dominanzhierarchien. Also wohlgemerkt, das ist nicht meine Meinung. Ja, das ist eher fast schon wissenschaftlich. Also fast schon, wie soll ich sagen, es ist fast schon evolutionär. Wir können es nicht mehr leugnen, dass das Symbol Gott nichts mit einem Mann oder mit einer Frau zu tun hat, sondern mit der Spitze von allem. Da möchte ich hin. Ich möchte alles ergreifen können. Es gibt auch teilweise, ich komme gleich auch nochmal auf die Zeit. Es gibt auch teilweise die Erklärung, also es gibt auch teilweise Geschichten, wie Menschen, also beispielsweise
den Turm von Babylon bauten und dafür geknechtet, also sie wurden übermütig und wollten sich über dem Größten stellen. Und so, ja, bestrafte Gott diejenigen, die sündigen, die Hybris walten lassen haben. Aber wir dürften uns immer ein Vorbild von Gott uns nehmen. Ach, da geht es hin. Selbst in der griechischen Sprache ist das mit integriert vielleicht, also mit enviaphero, dem Wort Interesse, ja, sich interessieren, etwas den Göttern näher bringen. Ganz, ganz interessant, falls das stimmen sollte, etymologisch gesprochen. So. Und wie meinst du das Symbol der Zeit? Nun, das Symbol der Zeit ist etwas, was wir nicht brechen können. Es liegt über dem Greifbaren des Menschen. Wenn wir die Zeit beherrschen würden, würden wir auf der Dominanzhierarchie auf der Spitze stehen. Ja? Wir könnten es formen. Wir könnten damit machen, was wir wollen. Und das kriegen Menschen hin. Sie dehnen die Zeit, indem sie ihre Zeit fulminant verwenden. Und so werden sie sozusagen, also Menschen, die beispielsweise viel zu tun haben, sagen mit 50 nicht, die Zeit ist schnell vorbeigegangen. Sie sagen unglaublich, wie die letzten paar Wochen, wie Jahre sich anfühlten. Das sind die, die die Zeit beherrschen. Und die, deswegen gibt es auch solche Sprüche wie Zeit ist Geld. Also es ist eine Dominanz-Hierarchie-Verschiebung. Ja, wir wollen Zeit greifbar machen. Wir können uns aber der nicht entgehen. Wir werden darunter, ja, wir werden sterben. Das ist Fakt. Und den Tod entrinnen, wie auch beispielsweise Zeus den Tod entrinnt hat, ist, weil er sich stellte, wie sein Vater sich stellte, gegenüber seinem Vater, Kronos, ein sehr starker Gegner, gegenüber allen Titanen, Giganten und auch gegen Typhon. Also er besiegte und besiegte und besiegte immer wieder das, was ihnen entgegentrat. Und wir sehen das zum Beispiel auch gerade bei der Tierwelt. Es ist oft auch so, dass wir, wenn wir beispielsweise unsere, wie könnte man das am besten ausdrücken? Genau, wir sehen das bei Wölfen zum Beispiel. Wenn ein Wolf attackiert wird, okay, also von einem Beta-Wolf und dann der Beta-Wolf verliert, dann entscheidet der Alpha-Wolf, der ihn sozusagen umbringen könnte, wie sein Schicksal ist. Und Zeus, der Alpha, sagte, ihr Titanen, ihr Giganten in den Tartaros. Er befehligte das. Andere wiederum verschonte er auf eine andere Art und Weise, wie Gaia zum Beispiel. Ja, zum Teil. Ja, sie wurde auch wahrscheinlich bestraft, ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist echt super, super spannend. Also, was ich darin sehr beeindruckend fand, war, dass es uns zeigt, dass wir mächtig sein dürfen. Ja, dass es diese Art von Dominanzhierarchie gibt. Das haben damals womöglich die Menschen versucht, damit zu erläutern. Und das ist nicht nur brachiale Gewalt, sondern Führungsqualität. Weil nicht umsonst wäre Zeus da oben geblieben. Er war auch gnädig. Er hat auch Schenkungen gemacht. Er hat seine Kinder, nicht alle wohlgemerkt, aber viele geliebt. Ja, auch wenn sie ihm etwas Dummes antun wollten oder er ihnen etwas Dummes antun wollte, liebte er sie anfänglich. Je nachdem, er hatte auch Angst davor. Er hatte auch Angst zum Beispiel wie Kronos, dass er mit, ich glaube mit Metis sogar war es auch, Gott, jetzt habe ich es vergessen gehabt, wegen Athene. Athene gebären würde oder einen Gott, der stärker war als er. Und deswegen bekam er auch sozusagen, er schluckte sozusagen die Mutter und das war ganz eine schöne Idee. Moment, war das mit Metis? Moment, bevor ich es falsch sage, ich habe es mir aufgeschrieben. Nein, ich habe es mir hier nicht aufgeschrieben. Ach Mist, okay, also auf jeden Fall, unabhängig wer das genau war, ich suche es nochmal gleich, pardon, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Also er machte mit ihr einen Wettkampf, sie solle, offenbar soll sie jetzt sogar Zwillinge bekommen, diese Mutter, war es Metis, kann sein. Und dann hat er mit ihr gespielt und hat gemeint, komm, lass uns verwandeln. Und hat mit ihr einen Wettkampf gemacht, wer verwandelt sich in ein schöneres Geschöpf, in ein interessanteres Geschöpf. Und Götter wollten sich immer wieder verwandeln. Also damals waren die Antike so gepolt, dass sie immer wieder gemeint hatten, ah, okay, diese zum Leben erwachte Quelle, da muss garantiert irgendwie Poseidon drinnen schlummern oder Athene oder wie auch immer, also sie assoziierten das damit und so sagten sie oder sagten sie über die Götter, sie würden auf jeden Fall immer neue Gestalten einnehmen und so spielten die Götter das und Metis, also vielleicht war das Metis, Gott, das wäre so peinlich, wenn es das nicht wäre, auf jeden Fall die Mutter von diesen zwei ungeborenen Kindern, die verwandelte sich zum Beispiel
in eine, keine Ahnung, in eine Fliege beispielsweise und davor in etwas anderes. Und Zeus wollte sie unbedingt in etwas Kleineres verwandeln. Er wollte sehen, wie sie sich in etwas Kleineres verwandeln könnte. Und da passiert etwas sehr, sehr Interessantes. Hallo, DJ Stefan. Sie verwandelte sich in eine Träne und er verschluckte sie. Wochen später bekam er, weil sie war ja die Göttin der List, wohlgemerkt, wenn es die war, wohlgemerkt, also hatte er damals unfassbar viele Kopfschmerzen gehabt. Und dann die Geschichte von Hephaistos, die kennen wir auch, da kam er, oder in Athen habe ich es auch schon erzählt, da kam er zu Zeus und schlug ihn den Schädel auf, damit Athene rauskommt, also die Kopfgeborene. Deswegen so interessant, die Weisheit wurde aus Zeus seinem Kopf geboren. Also auch da zum Beispiel eine tolle Metapher für, man kann Kopfschmerzen bekommen, wenn man zu viel denkt, oder die Kopfgeborene muss geboren werden, also die Logik muss da sein. Sonst kann kein Herrscher führen. Und er muss sich davon trennen können. Er darf sich sozusagen in ein Rollenspiel wiederfinden. Ja? Ach, okay, ich muss mich sozusagen erschlagen lassen erstmal, damit die Logik Überhand gewinnt. Oder die Logik könnte mir Kopfschmerzen bereiten. Und so weiter und so fort. Also unfassbar viele Möglichkeiten in der Interpretation. Aber, wie gesagt, Macht ist das oberste Prinzip, was Zeus in der Hinsicht repräsentiert hat. Ja? Also, also gnadenlos alles zu erschlagen, selbst Typhon, der größte, schlimmste Feind überhaupt. Und er erließ nur bedingt Dogmen und er hatte auch keinen Klerus. Er musste einfach herrschen. Und er hatte Angst davor, dass er natürlich gebrochen wird, aber er war derjenige, verhältnismäßig zu allen anderen seiner Vorfahren, also Kronos beispielsweise oder Uranos, der einen Nachfolger für den Thron des Olymp ernennen wollte. Und das war Dionysos. Also er wollte die Veränderung. Er wollte das Neue. Er wollte... Dionysos ist eine Archetype wie beispielsweise der Narr. Ja? Etwas Chaotisches. Man könnte sagen, er wollte sich ersetzen lassen von Chaos. Und er war ja die Ordnung. Er hat die Ordnung hergestellt. Er hat ganz klar gesagt, nach der Gigantomachie, Poseidon, du wirst das Meer beherrschen. Hades, du wirst die Unterwelt beherrschen und ich derjenige, der all das in die Wiege geleitet hat und diesen Sieg errungen hat. Ich werde über den Himmel herrschen. Ich werde der Gott der Götter sein. Und so, das war die Geschichte von Zeus. Ja? Und ich bin so beeindruckt jedes Mal, wenn ich sie höre, wenn ich mir vorstelle, dass ich als Mensch und meine Klienten genauso, dass sie als Mensch ein Drama, ein Trauma, ja, überwunden haben, den größten Feind ihres Daseins überwinden konnten, sich selbst ermächtigen konnten, Wut verspürt haben wie Ares, eloquent waren, so klug wie Aphrodite oder halt so schmeichelnd wie Aphrodite und so klug wie Athene, so raffiniert und zielgerichtet wie Artemis und so weiter und so fort. All diese Gottheiten, die Zeus in sich trug, entweder als Vater wohlgemerkt, weil er viele, viele Töchter und Söhne hatte und somit andere Götter oder unter anderem auch Gott dieser Götter, weil er sie beherrschen konnte, kontrollieren konnte, dass er, wie auch meine Klienten und Klientinnen, wie ich auch, aus diesem herausspringen konnten und sagen konnten, nein, ich konnte das besiegen. Ich bin Herrscher, Herrscherin über dieses Chaos. Ich kann Ordnung erschaffen. Ich kann die Leiter der Dominanzhierarchie übersteigen. Ich will nicht machtlos sein, ich will dominieren. Ich dominiere meine Ängste. Sie dominieren nicht mich. Ich weise ihnen den Weg. Ich bin die Person, die ganz klar sagt, wohin mit dir. Honig und Ambrosia, wohlgemerkt, war seine Art zu gedeihen und zu wachsen. Er war derjenige, der von Bienen sich Honigwaben erschaffen ließ, weil die Mutter Erde ihm das gab. Und genauso kannst du das auch. Genauso kannst du dich selbst ermächtigen. Und es gibt einen Moment, es ist eine Geschichte meinerseits, bei denen ich sozusagen diese Göttlichkeit gespürt habe, die ich auch bei Ares erwähnt habe, die auch viel mit es war ja auch der Sohn des Zeus, Ares, der Gott des Krieges wohlgemerkt und der Macht und Zeus war ja auch der Gott der Macht, indem ich mich wiedergefunden habe in Panikattacken vor einigen Jahren, vor einem halben Jahrzehnt mittlerweile und ich mich wiedergefunden habe auf der Zeil, die wohl weit, also die meistbelaufenste Straße in Hessen, in Frankfurt. Und
da habe ich mich wiedergefunden, wie ich mich auf den Boden gesetzt habe und gesagt habe, ich werde in ein paar Wochen auf ein großes Festival gehen mit Abertausenden von Menschen. Ja? Also ich weiß nicht, 65.000 Menschen waren an diesem Wochenende da. Und ich habe gemeint, ich will keine Angst davor haben. Ich will nicht erlegen. Ich will mich nicht beherrschen lassen von diesen Ohnmächten. Ohne Macht, diese Panik, dass ich ohnmächtig werde und also schwarz vor Augen. Und dann habe ich sozusagen diese Rolle für mich zum ersten Mal so gespürt. Ich bin sauer geworden, ich bin wütend geworden, ich habe mich dagegen aufgelehnt. Ich habe ganz klar gesagt, das will ich nicht mehr so. Ich will etwas anderes. Ich will herrschen über meine eigenen Gedanken, Gefühle und für die Emotionen, die auf mich zukommen, die vielleicht am Anfang mich erschrecken. Ja, also wie Typhon beispielsweise, der mich unterjochen will als Geist. Ja, so entstand sozusagen, weil ich gesiegt habe über diese Ängste, so erschuf ich meinen eigenen Olymp, da wo ich herrschen kann. In mir, das ist ein Rollenspiel, das ist nur ein Rollenspiel. Ein Rollenspiel zwischen den Göttern, ein Rollenspiel für dich, zwischen Angst und Himmel. Ja, damit du die Angst, und die Angst ist etwas, also Phobos ist eine Geburt von Ares gewesen, aus dem Zorn, aus der Wut heraus. Und die auf jeden Fall zu besiegen, zu beherrschen. Das ist eine so interessante Gegebenheit. Und das wussten damals die Griechen, die alten, antiken Griechen und die Ägypter genauso. Und vor allem auch viele andere Völker, die kulttechnisch so gesprochen haben. Es gibt auch viel, viel ältere Geschichten diesbezüglich, die älter sind als die ägyptische, die phönizische, die... Also, die werde ich mal rausgraben und erzählen. Sehr, sehr spannend. Okay, aber die kennt ihr ja sozusagen, diese griechische Mythologie kennt ihr ja durch diesen etc. Also danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Also die Frage ist also folglich, die ich mitgeben möchte, die halt psychologisch unfassbar wertvoll ist. Wo kannst du dich ermächtigen? In welchem Bereich deines Lebens bist du mächtig? Klammer dich nicht dort, sondern erschaffe mehr. Ja, komm in dieses... Und das bedeutet also nicht das Religiöse, sondern das bedeutet dieses Erschaffe, wie Gott es erschuf, die Gleichsetzung, vielleicht auch in der Bibel, je nachdem, wie man das interpretieren möchte oder mag, dass Gott sich ja ebenbürtig ist mit Adam, also mit dem Menschen, ja. Und er erschafft aber den Menschen, also so wie auch in dem Fall der Mensch von Zeus erschaffen wurde, aber er beherrschte ihn und er sagte ihm, wohin. Wie auch er beispielsweise in der Geschichte wohlgemerkt, wenn ich Parallelen aufweisen möchte, aber nicht absolute Parallelen, keineswegs. Kain gesagt hatte, wohin es geht. Mose gesagt hatte, da und dahin. Es wird die Sinnflut kommen. Ja, wer macht das? Ja, es gibt das, was wir nicht kontrollieren können. Und das, was wir aber kontrollieren können, sind unsere eigenen inneren Sinnfluten. Dass wir nicht übermannt werden. Wo ist denn dein Weg zum Heil? Wo bist du die mächtigste Person überhaupt? Was machst du am liebsten? Und ich kann da ewig weiterreden. Es ist ein ständiges Wiederverstehen. Erkenne dich selbst. Das ist die Gedankenlandkarte, die alle Götterschmiede-Teilnehmer und Teilnehmenden erschaffen. Und das sind die Fragen, die dich da erobern werden. Und die du sozusagen nachträglich für deine Eroberung nutzen wirst. Wenn du verstehst, dass... Stell dir mal vor, du hast einen Zeus an deiner Seite, eine Art von Charakter, der dich stählert, den du immer wieder fragen kannst, nicht hinterfragen kannst, ja? Nicht hinterfragen kannst, sondern fragen kannst, du, diese innere Stimme, du kennst diese Stimme in dir, die ganz klar sagt, tu das nicht, mach das so und so, diese Intuition, von der wir alle auch schwärmen und denken, von dem wir glauben, dass sie etwas Übermächtiges ist, ja, kann durchaus möglich sein. Ich bin ein Fan davon, dass die Intuition geschärft und gestählert wird, durch dich selbst zu erkennen, mehr zu erkennen, wer du bist. Und sie nicht stumpf wie ein Hammer, sondern so scharf wie ein Schwert zu haben. Zu stechen wie ein Speer. Und nicht stumpf irgendwo hinzuschlagen, damit alles erbebt, sondern da ist das Problem, zack, da stoße ich rein. Das ist die Intelligenz von großen Kriegern, die auch unter anderem, wie auch Zeus sie erschaffen hat, Herakles waren. Sie wussten ganz genau, wohin. Sie mussten mit einem Pfeil die Giganten erschlagen, weil zuvor du geherrscht hast. Da beherrsche ich, da ist das Problem. Ich weiß, wer ich bin. Ich erkenne mich selbst. Apollon sagte es so und so wird es in dem Fall gemacht. Das ist die Götterschmiede, deswegen habe ich sie erschaffen. Das ist die Quintessenz der Götterschmiede. Wo bist du? Wo hast du dich erkannt? Wo hast du dich erkannt? Das war damals, deswegen
schwärme ich auch so sehr von der Errungenschaft, dass die Antike uns diese Giganten, diese unendlichen großen Titanen und Götter gegeben hat und auf Basis dessen wir weiter heute philosophieren. Auf Giganten arbeite ich und wir auf den Giganten, auf den Schultern von Giganten. Das ist so brillant. So, genau. Absolut genial. So, wenn ihr Fragen habt zu Zeus, bitte, bitte gerne. An Zeus, den mythologischen Gott, oder auch an mich, wohlgemerkt, wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt gerade einiges erzählt von dieser großartigen Geschichte. Von Zeus. Danke, dass ihr auf jeden Fall dabei wart und bitte teilt unbedingt dieses Video, falls ihr jemanden kennt, wohlgemerkt, der sich dafür interessieren sollte. Also, ja. So. Ah, das ist so schön. Coole Sache. Danke für euch und für eure Teilnahme heute. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Der Donnerkeil ist natürlich auch etwas Belebendes, etwas, wovor Menschen Angst haben und trotzdem die Nacht erhellen lassen kann. Also symbolisch gesprochen auch unfassbar wertvoll. Genau. Ach, super. Okay. Die Frage ist, wie fühlt man sich als Zeus? Und wenn du dieses Symbol meinst, dann, um ehrlich zu antworten, und zwar, ich kann das immer so vergleichen, weil diese Rolle ich natürlich auch meinen Coaches mitgebe und sie sind diejenigen, die einfach auf die Kacke hauen, die ganz klar sagen, ich bin unaufhaltsam. Ich glaube, das Wort Unaufhaltsamkeit ist halt dieses, das ist die Quintessenz von Zeus, also da alles zu beherrschen. Und für mich als Beispiel, ich kann nur authentisch sein, wenn ich von mir aus rede, weil andere Fälle haben Dinge ergeben, wie eine bessere Führungsposition ist dieser Klient geworden. Besser in der Familie, ja, ohne sozusagen zu dominieren in der Hinsicht tyrannisch zu sein, ja, sondern zu dominieren in der Hinsicht, ich weise den Weg, ich bin Mann oder Frau des Hauses, beidseitig, ja. Es waren auch Frauen als auch Männer, die diesen Kuss oder mit mir das Mentoring gemacht haben. Und bei mir ist es so, ich kann nur authentisch sein, wenn ich von mir aus rede. Immer wenn ich auf die Bühne gehe, als ganzer Mensch sozusagen, dann bin ich fehlbar. Ja? Ich bin fehlbar in der Hinsicht, natürlich, ich bin immer fehlbar, das ist nicht das Thema, aber ich bin fehlbar mit dem Charakter, mit dem Rollenspiel Athanasios, also mein richtiger Name, ich als erzogenes Kind bis heute. Athanasios geht als gesamtes Modul nach oben. Dann bin ich angreifbar, weil ich Flächen habe, die angreifbar sind, habe ich gemerkt für mich. Aber als ich dann gesagt habe, okay, ich habe ja das eigene Modell, ich meine, ja klar, ich gehe mal als Zeus hoch, der wird nie attackiert. Es gibt kein Schlupfloch, es gibt keinen Moment, in dem das Modell Zeus oder diese Rolle Zeus unterjocht werden kann. Und das finde ich so erstaunlich, war so voll entsetzt sogar. Ach, so ist das. Ich habe das so stark verankert, dass in dem Moment diese Art von, wie ein Schlag, also wenn beispielsweise die Frage kommt, du Zeus, was ist denn das für ein Scheiß, was du da machst? Dann, dass ich diesen Hebel umlenken kann, je nachdem wie kritisch und wie stressig natürlich die Situation ist, aber diesen Hebel umdrehen kann, so, oh, das ist eine Kritik, zack, ich bin wieder bei Zeus, ich kann darauf ernsthaft, professionell und vor allem auch ermächtigend handeln. Und dann bin ich wieder in dieser Rolle. Ein wahnsinniges Gefühl. Ein unbesiegbares Gefühl. Und das war sehr, sehr ermächtigend. Ja, das kann ich von mir aus sagen. Ja. Und für all diejenigen, die, wie gesagt, mit mir zusammen gearbeitet haben oder arbeiten mittlerweile, das sind Erfolge teilweise. Ein junger Mann, der wirklich ins TV gehen wollte, der wollte groß werden, der wollte Menschen erreichen, der wirklich dadurch ins TV gekommen ist, durch diese Art von Mentoring, die seinen eigenen Podcast gerade hat, Menschen begeistert, Tausende von Menschen, mehr begeistert als ich gerade, weil ich diese Reichweite nicht habe wie er. Absurderweise, total absurd. Und wir uns immer noch sozusagen in dem Bereich austauschen und wir tauschen uns immer wieder aus, weil er im Mentoring immer noch ist und sagt, er will das auch nicht so aufgeben, weil es einfach unfassbar wertvoll ist, so viel Mehrwert zu erreichen, ja, und indem man immer wieder dann switcht, dann heißt es dann zum Beispiel, hey, guck mal, wenn du jetzt switcht und sagst, du bist jetzt gerade nicht mal Zeus, sondern Aphrodite, wie fühlst du dich dann, ja, bist du manchmal Artemis, die Göttin der Disziplin, wie fühlst du dich dann, kannst du alles erreichen mit deinem Fokus, mega geil. Das ist die Macht von Zeus, das zu beherrschen. Das ist die Macht davon.
Und das war in dem Fall, das kann man in dem Fall ja so von diesem Modell aus behaupten. Das ist so für mich so beeindruckend bis heute noch. Gut, okay. Wenn ihr Fragen noch habt, sehr, sehr gerne her damit. Schön, dass alle noch, also die noch dabei, also dazugekommen sind. Super schön und danke für alle, die, wohlgemerkt, das wollte ich gerade sagen, dabei waren und das Ganze mitgenommen haben. Bitte unbedingt, wenn ihr Interesse habt an weiteren Informationen, schreibt mich bitte an, teilt gerne dieses Video von Zeus und von all den Göttern, die alle in meiner, wohlgemerkt, in meiner Bio sind. Und zwar in meiner Bio-Section, in meinem IGTV-Bereich. Und das wäre natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn ihr da Interesse habt, einfach da reingucken. Das sind alle, wohlgemerkt, 13, nicht 12 Götter. Ich habe 13 ausgewählt, weil ich Dionysos mit dazugenommen habe, weil der eine ausschlaggebende Persönlichkeit darstellte. Genau, super, cool. Ach ja, nochmal eine andere Info. Falls ihr wissen wollt, welche Gottheit in euch schlummert, charaktertechnisch gesprochen, von den Charaktereigenschaften, die ich immer wieder erwähne, dann würde ich ganz klar sagen, die Tore für das Götterquiz sind wieder offen. Es funktioniert wieder. Schaut bitte in meiner Bio rein, da könnt ihr euch anmelden für das Götterquiz und dann 18 Fragen beantworten, charakteristisch herauszufinden, welche Gottheit in euch schlummert. Das könnt ihr da herausfinden. Und ich sage euch, das ist sehr spannend, was dabei rauskommt. Und bitte unbedingt teilt das Ergebnis mit mir, welche Gottheit in euch schlummert. Ja, unbedingt. In diesem Sinne, achtet auf euch. Ihr findet alle Links unter anderem auch in jedem IGTV. Da könnt ihr einfach oben im IGTV reinklicken und dann ist da sogar ein Link, götterschmiede.com/götterquiz. Und da könnt ihr das dann in dem Fall euch raussuchen. Ja, geile Sache. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe auch gleich die Stunde voll. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei mir und lasst es euch vor allem gut gehen und ermächtigt euch überall, wo es geht. Sucht euch eure dominanzhierarchischen Pyramiden, werdet zu Horus, ja? Macht das Auge auf und schaut über den Horizont. Das wäre so geil, das wäre so geil. Ja. In diesem Sinne, bis bald auf dem Olymp.